Liebe Parteifreunde, wir leben in einem Zeitalter der grenzenlosen Massenverblödung. Anders ist die Entwicklung in Deutschland und allen voran in der Politik nicht mehr zu erklären. Wir haben eine Politikerkaste, die es nicht kann und nicht will. Es ist doch unfassbar, dass die Grünen mit mehr als 125.000 Mitgliedern ausgerechnet zwei Mitglieder zu ihrem Vorstand wählen, die keine abgeschlossene Berufsausbildung haben und nur abgebrochene Studiengänge vorweisen können. Ich mit meiner handwerklichen abgeschlossenen Berufsausbildung und zwei mit Auszeichnung abgeschlossenen Ingenieurstudiengängen stecke doch, und mit einem ordentlichen Lebenslauf, das sage ich dazu, stecke doch ganze Kohorten von Grünpolitikern in die Tasche, meine Damen und Herren. Seit der Gründung unserer freiheitlich-patriotischen Partei kämpfe ich für unsere Überzeugungen und Positionen immer an vorderster Front. Ich habe bestimmt auch schon den einen oder anderen Fehler gemacht, sei es als Kreis-, Landesvorsitzender, Landesprogrammkoordinator oder auch als Fraktionschef. Aber ich halte seit 9 Jahren meinen Kopf in der ersten Reihe hin und bin bekannter als der SPD-Spitzenkandidat Lasse Müller. Und die SPD ist zu einer Kandidatur, einer Oppositionspartei im Landtag verkommen. Liebe Mitstreiter, nach nunmehr 4,5 Jahren im Landtag kann ich behaupten, ich habe immer hart in der Sache, aber immer sachorientiert, mit äußerst klarer, aber gemäßigter Sprache argumentiert. Es war und ist mir ein Anliegen, Politik so zu vermitteln, dass unsere Positionen nachvollziehbar, ja geradezu zwingend für die Bürger sind. Und so kommt es nicht von ungefähr, dass laut jüngster Umfrage mein persönlicher Zuspruch fast doppelt so hoch ist wie der Zuspruch zur AfD. Immerhin 13% aller Wähler, nicht nur der AfD-Anhänger, sind mit meiner Arbeit zufrieden oder sehr zufrieden. Und ich möchte auch in der nächsten Legislaturperiode wieder meinen persönlichen Beitrag leisten, unsere Partei in der Gesellschaft fest zu verankern. Leider werden immer alle Fakten, die wir in unseren Anträgen so vortragen, von der Einheitsfront der selbsternannten Musterdemokraten vom Tisch gewischt und natürlich abgelehnt. Diese Tugendpharisäer der inhaltlich völlig entkernten ehemaligen Volksparteien legen immer mehr die Axt an die Grundfeste unserer Gesellschaft. Hätte mir jemand vor einem Jahr gesagt, dass man die Gesellschaft in Geimpfte und Ungeimpfte spaltet und Ungeimpfte wie Aussätzige behandelt, ich hätte es nicht geglaubt. Hätte mir jemand vor 6 Monaten gesagt, dass Abgeordnete gemäß ihres Impf- und Teststatus auf verschiedene Säle oder im Deutschen Bundestag sogar auf die Tribüne verbannt werden, ich hätte es nicht für möglich gehalten. Lasst euch impfen, haben sie gesagt. Man hat einen jahrelangen Schutz, haben sie gesagt. Das ist der Weg aus der Pandemie, hat Günther gesagt. Wenn alle ein Impfangebot hatten, geben wir euch die Freiheit zurück, haben sie gesagt. Bei einer hohen Impfquote erreichen wir eine Herdenimmunität, haben sie gesagt. Eine Impfpflicht, die wird es nicht geben, haben sie gesagt. Aus 2 Wochen flatten the curve und durchhalten wurden 2 Jahre massiver Grundrechtseingriffe. Aus einem kurzen Lockdown wurde eine inzidenzbasierte Geiselhaft. Aus Solidarität wurde Spaltung. Aus Freiheit wurde Unfreiheit. Pushbacks an den EU-Außengrenzen im Bausch und Bogen verbannen. Aber Spaziergänger an der Landesgrenze zurückweisen, auch das war, Herr Günther. Aus Evidenz wurde Vermutung und Fälschung. Aus »Wir müssen die Großeltern retten« wurde großes Leid für unsere Kinder. Aus einem Rechtsstaat wurde ein übergriffiger Corona-Staat. Einschränkungen und Maßnahmen wurden zur Religion erhoben. Die Inzidenz wurde zum goldenen Kalb. Und bist du kein Gläubiger, dann bist du ein rechtsextremer Querdenker, ein Schwurbler, ein Verschwörungstheoretiker. Ich sage, es reicht. Grundrechte muss man sich nicht erst erimpfen, wenn wir jetzt nicht für unsere Freiheit auf die Straße gehen, so wie ich das auch jeden Mittwoch in Kaltenkirchen tue, dann bekommen wir die Freiheit, so wie wir sie kannten, nie wieder zurück. Unsere Grundrechte sind kein Impfbonus, sondern sie sind Abwehrrechte gegen einen übergriffigen Staat. Liebe Freunde, die Bilanz der Regierung Günther könnte verheerender nicht sein. Über 5 Milliarden Euro neue Schulden
Noch nie in der Geschichte unseres Landes war der Schuldenzuwachs größer in so kurzer Zeit. Rund 2,5 Milliarden Euro wurden seit 2015 für Asyl und Migration nur in Schleswig-Holstein ausgegeben, während auch hierzulande so mancher Rentner die Früchte seiner Arbeit im Abfall suchen muss. Was hätte man mit diesem Geld alles Gutes bewirken können? Straßenausbau, Schulsanierungen, kostenlose Kitas, so einiges wäre möglich gewesen. Doch nur in 7% der negativ beschiedenen Asylanträge erfolgte tatsächlich auch eine Abschiebung. Ja, nicht nur in Sachen Corona wird unser Rechtsstaat täglich geschleift. Kein einziger Meter der A20 wurde weitergebaut. Die notwendigen Abstände von Windkraftanlagen zur Wohnbebauung wurden verkleinert. Seit 2015 haben nur die Stromkunden in Schleswig-Holstein allein fast 2 Milliarden Euro für Phantomstrom bezahlt. Niemand muss sich also wundern, warum seine Stromrechnung so teuer ist. Und nicht zuletzt betreibt die Regierung Günther mit dem Corona-Notkredit ein munteres Ausgabenfasching. Teile des Notkredites werden zweck- und verfassungswidrig für Dinge verwendet, die nichts mit Corona zu tun haben. Dabei steht Schleswig-Holstein nur einen Meter vor dem finanziellen Abgrund. Hunderte Millionen Euro Steuergeld wurden in den letzten Jahren großspurig für grüne Projekte verplempert. Ich möchte mich daher erneut als die einzige Stimme der Vernunft im Finanzausschuss einbringen, mit einem harten Wahlkampf den Weg für eine 2%ige Chance ebnen und mich mit aller Kraft wieder den grünen und bunten Ökosozialisten entgegenstellen. Wir brauchen aber auch ein positives Image. Nur mit einer Dagegenpartei werden wir es nicht langfristig schaffen, breite Wählerschichten zu erschließen. Und ich möchte dazu beitragen. Ich habe bewiesen, dass ich Wahlkampf kann und auch im Landtag immer klare Kante gezeigt. Insofern bitte ich euch um euer Vertrauen, meine begonnene politische Arbeit in Kiel fortsetzen zu können, mit einer neuen Fraktion, mit ganzer Kraft. Vielen Dank.